Die Kobolde erhalten die Gabe der Stimme. Es waren einmal in einem tiefen, uralten Wald zwei listige Kobolde, die die Geheimnishüterin dabei erblickten, als sie ihre Runden drehte, um die Geheimnisse der Tiere im Wald in Erfahrung zu bringen. Wie kommt sie nur an die Geheimnisse? Glaubst du, sie öffnet ihre Köpfe? Sagte der eine Kobold, finden wir es heraus, sagte der andere. Und so beobachteten die Kobolde die Geheimnishüterin. Sie beobachteten sie, bis der stattliche Elch auf sie zukam. Der Elch ließ den Kopf tief hängen. Es war meine Schuld. Ich habe den schlechten Weg gewählt. Ich kann die Erinnerung nicht mehr ertragen. Die Geheimnishüterin nickte. Schaute dem stattlichen Elch in die Augen. Die Kobolde hörten nichts, wussten aber, dass sie mit dem Elch sprach. Die Geheimnishüterin konnte nämlich mit Hilfe der Gabe der Stimme nur mit ihren Gedanken mit anderen sprechen. Nach ein paar Minuten blinzelte der stattliche Elch. Ich fühle mich irgendwie leichter, sagte er. Habe ich dir etwas gegeben? Die Geheimnishüterin nickte erneut und erreichte ihm eine Münze. Der stattliche Elch verstand und trottete weiter. Er erspähte die Kobolde, die sich im Wald versteckten, und warf ihnen einen argwöhnischen Blick zu. Er wusste, dass die oft und zu Unfug an ausheckten. Aber die zwei Kobolde pfiffen unschuldig vor sich hin, und so konnte der Elch nur weiterziehen. Schließlich hatten sie nichts Schlimmeres getan. Ich muss wissen, was das für ein Geheimnis war, sagte der eine Kobold. Los, kaufen wir es. Also ging die Kobold zur Geheimnishüterin. Bevor sie das Geheimnis des Elches verstauen konnten, wir wollten das Geheimnis des Elches kaufen. Was könnt ihr mir dafür geben? Fragte die Geheimnishüterin mit ihrer Gabe der Stimme. Die Kobolde holten eine Haarbürste mit silbernem Griff hervor, die sie der Prinzessin gestohlen hatten. Und die Geheimnishüterin nickte. So erfuhren die Kobolde, dass die Gefährtin des Elchs an einer Krippe den Tod gestürzt war. Die Geheimnishüterin ging weiter. Der eine Kobold sagte, ich will noch mehr wissen. Also folgten die Kobolde der Geheimnishüterin, um herauszufinden, wo sie ihr Geheimnis aufbewahrte. Sie folgten ihr bis zu der Spitze eines nahegelegenen Bergkamms und sahen, wie sie alle Geheimnisse, die sie an dem Tag gekauft hatte, hoch oben in einer Wolke verstaute. Als sie weg war, kletterten die Kobolde auf eine hohe Fichte, die im bedeckten Himmel verschwand. Sie schafften es gerade so, die Hände hineinzustecken. Sofort brach ein Strom von Erinnerungen über sie herein, und sie zogen die Hände zurück, als hätten sie in kochendes Wasser gesteckt. Tränen strömten ihnen die Wangen hinunter. Als die Geheimnishüterin wiederkam, fand sie die Kobolde weinend auf der Fichte sitzend. Ihr habt meine Geheimnisse gestohlen, sagte die Geheimnishüterin wütend. Gebt sie mir zurück. Die listigen Kobolde hörten sofort auf zu weinen. Sie witterten eine Chance. Und was bekommen wir dafür? Verzeihung, fragten sie. Ihr könnt die silberne Haarbürste wiederhaben, schlug die Geheimnishüterin vor. Für so viele Geheimnisse, da musst du uns schon mehr anbieten. Und wie wäre es, sagte die Geheimnishüterin. Meine Stimme. Wenn ich die Gabe der Stimme mit euch teile, das gefiel den listigen Kobolden. Abgemacht. Und so verlieh die Geheimnishüterin den Kobolden die Gabe der Stimme. Die Kobolde merkten sofort, dass sie wirklich die Gedanken des anderen hören und die Gefühle des anderen spüren konnten.
Sie gaben die gestohlenen Geheimnisse zurück und liefen zurück zum großen Holzhaus. Dort sahen sie, dass der Prinzessin gerade Essen zubereitete. Aber als sie versuchten, ihre Gedanken zu lesen, konnten sie nichts wahrnehmen. Sie versuchten, in Gedanken mit ihr zu sprechen, und sie konnte nicht hören. Offenbar hatte die Geheimnishüterin die listigen Kobold überlistet. Sie hatte ihnen nur so viel von ihrer Kraft gegeben, dass sie die Gabe der Stimme aufeinander anwenden konnten, aber nicht auf andere Waldbewohner. Und das war die Geschichte davon, wie Kobolde von der Geheimnishüterin die Gabe der Stimme erhielten, warum sie sie nur untereinander nutzen konnten. Ja, Zahlen habe ich jetzt hier noch nicht so. Also eine Münze hatten wir, zwei Kobolde, aber da fehlt uns, der würde dann noch eine dritte Nummer zählen. Eine Münze, zwei Kobolde. So klappt's nicht. Ich glaube, wir müssen das Schloss aufbrechen. Hier muss es etwas geben, um das Schloss aufzubekommen. Nein, das kriegen wir doch noch. Zwei Kobolde. Am besten ohne die Kiste zu zerstören. Komm schon. Tja. Buch der Kobolde. Hey. Erinnert dich das nicht an die Geheimnishüterin aus dem Buch der Kobolde? Schon, aber was bringt's uns das? Was waren wir hier? Wo gibt es hier Zahlen? Eine Münze, zwei Kobolde. Ach so, Sekunde. Hier haben wir eine 3, hier haben wir eine 0. Ist eine 3, eine 0. Fehlt uns aber noch eine Zahl. Ah, 0. Hier haben wir noch eine 0. Ach, hier ist eine 1. Auf der Seite. Hier haben wir eine 3 und eine 0. 1, 3, 0 vielleicht. Geschafft. Sehr schön. 130 war es. Schätze, sie hat nicht geahnt, was für ein Arsch er werden würde. Aha, lesen wir es. Liebste Mary Ann, ich muss dich wieder sehen. Ich weiß, wie das jetzt klingt. Und ich möchte nicht, dass du mich für einen Schürzenjäger hältst, der jede Frau nachrennt, die neu in Dennis Crossing ist. Ich habe meine Gelübde immer ernst genommen. Der Priester? Ach du Schande. Doch mein Treffen mit dir hat alles verändert. Wenn wir zusammen sind, fühlt es sich an, als würde ich im Dunkeln ohne Scheinwerfer mit 120 die Autobahn entlang rasen. Und ich will, dass dieses Gefühl nie vorbeigeht. Ich weiß, dass es falsch ist und wir beide viel verlieren. Was für ein Zu viel zu verlieren haben. Aber ich muss dich einfach wiedersehen.
Ich hoffe, dir geht es auch so. Herzchen. Ach, das Herzchen ist das ja. Herzchen hat er hingezeichnet. PS, fürs nächste Mal habe ich dir eine Kleinigkeit gekauft. Ich kann es kaum erwarten, dich darin zu sehen. Kleid vielleicht. Fuck. Ein weiterer Brief. Das ist hart. Marianne, es tut mir leid. Dieser Typ wollte Marianne eine Abtreibung aufzwingen. Ich spoiler doch nicht, dass du in dieser Lage bist. Du glaubst, du wärst eine tolle Mutter und ich habe keine Zweifel, dass du es eines Tages auch sein wirst. Aber hier und heute müssen wir dafür sorgen, nicht gleich drei Leben zu ruinieren. Meine Ehe ist schon länger zerrüttet, aber das verdient sie nicht. Priestersöhne, Priesterkinder. Ach du Schande. Doch vor allem mache ich mir Sorgen um dich. Die Menschen hier zerreißen sich gern das Maul. Und ich möchte nicht, dass du das durchmachen musst. Ich weiß, dass du zurzeit etwas knapp bei Kasse bist. Und ich werde mein Möglichstes tun, um dir zu helfen. Ich habe auf dem Weg keine Autos gesehen. Er ist hinter die Scheune gerannt. Das Richtige zu tun. Alles andere weiß ich ebenso wenig wie du. Sag mir einfach. Es sollte es leicht machen, seine Spuren zu verfolgen. Es sei denn, er ist auf einem Besen geflogen. Sag mir einfach, wie viel du brauchen würdest. Aha. Das ist alles. Was zum Teufel? Also, Marianne hat eine Kiste unter der Scheune versteckt. Eine Kiste voller Briefe von unserem Versagervater. Und ein Jahrzehnt später kommt dann irgendein Typ vorbei, zerlegt die Scheune und will die Kiste vernichten. Glaubst du das, was ich glaube? Ja. Dieser Kerl hatte eine Affäre mit Marianne und wollte jetzt die Beweismittel vernichten. Er muss gehört haben, dass wir das Haus ausräumen. Er hatte Angst, dass wir sie finden. Weißt du, ich werde das Gefühl nicht los, dass er schon mal hier war. Und ihr seid Priesterkinder, wie es ausschaut. Ganz sicher nichts von dieser Nacht vergessen. Ich hätte dasselbe gesagt, aber irgendwas war anders. Da hinunter? Ich muss den Rest sehen. Aber du weißt doch, was da unten geschieht. Das ist es eben. Ich bin mir nicht sicher. Okay. Gehen wir. Hey, was machst du da? Ja, was wohl? Okay, auf den Steg können wir nicht drauf. Wo sind wir sonst hin? Hier irgendwo lang. Ob er aufs Eis gegangen ist? Unwahrscheinlich. Der See ist noch nicht ganz gefroren. Wir können es auch nicht. Achso, ich sehe nicht Fußspuren oder was? Ich kenne ja nicht wirklich Fußspuren. Sackgasse. Hier das Haus. Und? Immer noch keine Spur von ihm. Ein bisschen horrormäßig. Alles wie vorher. Wir sind doch in die Richtung gerannt. Können wir noch nicht. Irgendein Arbeitsschuh. Vielleicht andere Stiefel?
Okay, hier wird's stark. Die Spur endet hier. Sieht aus, als sei er in die Rinne gesprungen. Hey, sind da Fußspuren auf der anderen Seite? Ja, hier muss er rausgekommen sein. Tja, der ist über alle Berge. Hast du auf dem Heimweg... Er wollte wirklich nicht, dass wir herausfinden, wer er ist. Hast du auf dem Heimweg ein Auto gesehen? Nö, er muss abgebogen sein. Ich schätze, das erklärt, wie er so schnell hier rein und wieder rausgekommen ist. Ja, er muss Marianne hier draußen besuchen. Verdammt. Er ist einfach losgerannt. Keine Zweifel, kein Zögern. Er war auf einer Mission. Der wilde Jäger! Halt. War da jemand in dieser Nacht? Der wilde Jäger? Nein. Es war nur... Ich hab... Wen zum Teufel hab ich da gesehen? Das wüsste ich auch gern. Da kann man nicht lang. Kein Grund dahin zu gehen. Ja, jede Menge Gründe dorthin zu gehen. Von den Erinnerungen, die uns jetzt hier... Sachte hinführen. Irgendwas gesehen. Hier gibt es eine Erinnerung. Ich habe doch ja fast schon gekonnt. Okay, gehen wir zurück. Von all den Wegen, wie er sich hätte melden können. Aha. Können wir uns irgendwas zeigen? Aha, hier. Das war der wilde Jäger. Was? Wovon redest du da? In dieser Nacht. Ich dachte, das wäre der wilde Jäger im Wald. Aber ich schätze, es war nur irgendein Arschloch. Ein Arschloch, das einfach nur da stand und zusah, während Mar mich mit einer Schrotflinte jagte. Glaubst du, es war derselbe Kerl? Vielleicht. Ich meine, er muss es doch sein, oder? Sie trugen dieselbe Anglerkleidung. Ja, es sei denn, alle, die sich mit uns anlegen wollen, tragen dieselben Outfits. Moment. Er war schon einmal hier, nicht wahr? Das System. Ja, genau. Ein paar Tage vor Mary Anns Tod. Vielleicht? Warte. Spürst du das? Mhm. Da gibt es was zu spüren. Aber wo?
Tyler nicht da. Unsere Mutter stritt mit jemandem am Dock um uns. Wir müssen wissen, ob es derselbe Typ war. Zeit, da mal hinzugehen. Was, wenn diese Erinnerung... Was, wenn... Ich ertrag das nicht mehr. Wir müssen die Chance nutzen. Müssen wir wirklich? Ich meine, jemand wollte unsere Scheune abfackeln. Ja, und das bedeutet, wir sind auf der richtigen Spur. Ich gehe nicht auf den Steg. Na komm. Nur noch ein letztes Mal, bitte. Von wegen, nur noch einmal. Immer wenn es abgeschlossen scheint, taucht irgendetwas Neues auf. Was, wenn wir nur so herausfinden, wer unser Vater ist? Dann leben wir eben einfach ohne ihn weiter, so wie bisher auch. Na los, wir finden die Wahrheit heraus. Für sie. Was, wenn die mich gar nicht interessiert, ha? Hast du je daran gedacht? Nein. Du bohrst gnadenlos weiter. Du musst Verantwortung für deinen Anteil an Mary Anns Tod tragen. Was? Aber... Wie kannst du das nur sagen? Hab ich nicht. Ich... Oder doch hab ich wohl. Vorhin. Zu Eddie. Aber ich schwöre, ich meinte nicht dich damit, Ellie. Können wir jetzt nicht mal unseren Stimmen trauen? Ich weiß es nicht. Allison. Ich tu's. Na los. Erinnern wir uns. Oha. Es fällt ihm schwer, sich zu erinnern. Still, wir wollen nicht, dass Mom uns hier erwischt. Ich hab gesagt, das würde passieren. Wir hatten es aber fast. Das war der Streit. Der zwischen Mary Ann und diesem Kerl. Konzentrier dich auf ihn, okay? Denk über nichts anderes nach. Es ist anstrengend, es ist schwierig. An sowas sich zu erinnern. Das ist wirklich schwer. Weil... Ja, meinen Mund halte? Ich schulde dir gar nichts. In letzter Zeit warst du ein durcheinander. Durcheinander? Ich habe versucht zu überleben. Wenn du Angst hast, dass ich verzweifle, könntest du uns helfen. Etwas Geld leihen. Wo ist es hin? Was ist jetzt passiert? Ich kann nicht, Tyler. Hey, aber wir waren doch so nah dran. Okay. Das ist ein bisschen seltsam. Tut mir leid. Ich bin fertig. Das war's? Du gibst einfach auf? Einfach so? Das kannst du nicht tun. Wir schulden es ihr. Mary Ann ist tot, Tyler. Und nichts, was wir tun, kann das ändern. Geh nicht. Bitte. Du kannst nicht weglaufen, Ellie. Sonst wird es bloß noch schlimmer. Oh je. Du bist also hier, damit ich auch ja meinen Mund halte. Ich schulde dir gar nichts. Autsch, pass auf, du trittst mir auf den Fuß. Kannst du hören, was sie sagen? Still, wir wollen nicht, dass Mom uns hier erwischt. Es gibt kein Geld. Ich habe dich nie um irgendwas gebeten. Aber jetzt brauchen sie dich. Das wird nicht passieren. In dieser Scheune habe ich alles, was ich brauche, um dich dran zu kriegen. Und was bitte glaubst du passiert danach? Was meinst du damit? Also, wenn diese Kinder einen Vater haben,
Meinst du wirklich, irgendein Gericht wird sie in deine Obhut belassen? Nein! Du hast kein Recht auf meine Kinder. Verschwinde von meinem Grundstück. Jetzt! Wenn du je hierher zurückkommst, dann werde ich dich umbringen! Allison? Aha. Okay. Errungenschaft freigeschaltet, Kapitel 2. Haben Kapitel 2 abgeschlossen. Ja, sehr gut. Ah, die Auswertung. Tyler und Allison. Tyler fühlte sich übergangen, als Allison die Reinigung im Haus wählte. Okay. 43% haben Allison ein Erinnerungsgerät. Ich weiß gar nicht mehr, das ist schon ein paar Streams her. Ich weiß gar nicht mehr, was für eine Erinnerung das war. Tyler fühlt sich ernst genommen, als Allison die Wohnungsbesichtigung ablehnte. Ah ja, hier haben wir uns für, das weiß ich noch, da haben wir uns für dafür entschieden, dass wir noch ein bisschen Zeit brauchen. Da hat sich die Agentin angerufen und nun wird ja jemanden, der interessant im Haus hat. Allison schöpfte Hoffnung auf eine heile Familie, als Tyler Andy verzieh. Andy war gerührt, als Tyler ihm verzieh. 81% haben Andy verziehen. Okay. Michael war es peinlich, als Tyler ihm einen Korb gab. 80% haben die Komplimente angenommen. Ja, ich dachte wegen... Ich hab's ja erklärt, wegen der Schwester und... da war mir ein bisschen unwohl. Bin ich nicht zur Mehrzahl. Deshalb fühlt sich von den Zwillingen zurückgewiesen. 81% haben deshalb verziehen. Okay. 90% haben deshalb nicht verziehen. 90% und ich. Okay, da hatte ich nicht die Stärke zu, da hatte ich nicht die Kraft zu, das zu verzeihen. Es ist halt wirklich. Uff, ja, das ist. 81%, das ist halt wirklich. Ich weiß nicht, nee, das konnte ich nicht. Sorry. Da ist noch was. Sieh mal. Was meinst du? Sollen wir dem nachgehen? Ich glaube, die listigen Kobolde müssen weiter herumschnüffeln.